Im Laufe des Masterstudiums macht die Frage, was mache ich hier eigentlich, eine Reihe von Veränderungen durch. Am Anfang verwandelt sie sich in Fragen, mit denen wir einen Überblick zu gewinnen versuchen. Wie unterscheidet sich eigentlich das Master vom Bachelorstudium? Welche Rolle spielt die Masterarbeit? Und was musst du überhaupt können? Wie plane ich? Wie vereine ich Studium und Beruf am besten? In dieser Lektion geben Studierende Einblick in ihre Gründe für ein Masterstudium und ihre Erfahrungen, wie sie den Einstieg ins neue Studium empfunden haben, was anders ist und was vielleicht auch gleich bleibt. Die Masterarbeit ist im ersten Semester im neuen Studium nicht unbedingt im Vordergrund. Das ist gerade der Fall, wenn Sie an einer neuen Universität oder an einem neuen Institut studieren. Nichtsdestotrotz ist es gut, schon früh einen Überblick darüber zu gewinnen, welche Rolle die Masterarbeit im Studium spielt. Immerhin verbringen Sie voraussichtlich ein Semester oder länger damit. Lernende, die Masterarbeiten betreuen, geben im Rahmen eines Interviews einen Einblick in ihr Verständnis, was eine Masterarbeit leisten soll. Vergessen wir nicht, dass das Studium nur ein Teil des Lebens ist und nicht immer ganz leicht damit vereinbar. An der Universität Wien arbeitet eine große Zahl von Studierenden neben dem Studium mindestens geringfügig, häufig noch mehr. Wir geben im Video Planen für Profis, Denkanstöße zum Planen des Studiums und der Masterarbeit als Projekt.